Ihr wisst ja Leute, bei uns gab es in der letzten Zeit einige Veränderungen, aber eine sehr coole können wir euch heute ja nicht zeigen, denn das hier ist unser neues Office. Guten Morgen! Die Spielchen ist hier versammelt, es sieht alles ein bisschen durcheinander gerade aus, aber dieser Raum soll jetzt umgebaut werden. Wir haben ein paar Ideen. Plan halt für dieses Zimmer ist, dass wir 4 richtige Arbeitsplätze haben, damit wir alle in einem Raum sind. Wir brauchen aber auch eine Chill-Area. Dann soll auch der Gaming-Simulator da bleiben. Es soll alles Smart Home-mäßig perfekt werden und deswegen unterstützt uns die Telekom. Und wir haben hier ein richtig großes Paket von denen bekommen. Magenta Smart Home mit den verschiedensten Sachen. Sprachassistenten haben wir auch noch hier, den Smart Speaker Mini mit dem Magenta Sprachassistenten. Bauen wir alles ein. Dann geht mir Licht auf. Wir machen die Glühbirnen rein, LEDs kommen rein, aber wir bauen es erstmal. Nice, wir haben Saugen, der Tim. Wir haben auch schon gerade den Schreibtisch rausgeholt, aber jetzt müssen jede Menge Bestellungen von Spielkind, nämlich die letzten, wir haben den Shop geschlossen. Derzeit ist alles zu, aber ihr seht hier, ich habe so viel bestellt, es war richtig krass. Und die Post ist da, muss alles raus. Eins zurück. Heute keine Erfolg. Wenn du was mitnehmen möchtest? Ja. Okay. Das hat nicht ansatzweise gereicht. Mal bei der Post müssen wir mal anmelden, wie viel die mitnehmen. Wir brauchen jetzt morgen noch eine Sonderabholung, übermorgen noch eine Sonderabholung. Ich habe so viel bestellt, aber wir kümmern uns drum. Da ist vielleicht 2-3 Tage länger, bis ihr eure Sachen habt. Aber wir müssen jetzt erstmal mit unserem Zimmer weitermachen. Was machst du? Willst du aufräumen oder was? Wir klauen jetzt hier mal ein bisschen Schreibtisch. Ja. Würde davon begeistert sein? Ja, das ist lieb. Zwei, oder? Marc weiß nichts davon, dass wir gerade seinen Schreibtisch klauen, aber er kriegt andere von uns. Nur wir wollen die, weil es sind die einzigen, die genau reinpassen. So ist das, Marc. Es tut uns leid. Da muss man sich manchmal dem Wohl der Firma unterordnen. Wollen wir einmal Can fragen, wo eigentlich sein Arbeitsplatz ist? Can, wo ist dein Arbeitsplatz? Ich hab 9. Marc. Jungs. Das kannst du machen. Jungs, ich muss hier raus. Ey! Gut, und dann kommt der Tisch da hin. Nein! Ey! So finde ich es gut, wenn Felix. Dann darf Felix auch mal ein bisschen mitarbeiten. Damit du noch geschützt bist, kriegst du noch einen Helm auf. Dann mach dir jetzt den Rest für mich, ja? Ja. Wir beide chillen jetzt hier ein bisschen, wir bleiben jetzt noch ein bisschen. Alter, da fehlt noch eine Pflanze. Okay, jetzt wird's zu wild. Es hat lange gedauert, überhaupt hier mal zu überlegen, was wie wohin kommt. Wir sind so halbwegs zufrieden. Hier sieht es auch schon nicht schlecht aus. Ich frage mich nur, woher hat Marvin 1 Million Stifte? Überall fehlen die Stifte, die sammeln. Wieso sammeln die sich alle bei dir? Ich habe die gerade hinten aus dem Serverraum geholt. Das steht erst gerade eben da. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also möbeltechnisch passt alles schon so ein bisschen hier, aber wir wollen unser Büro auch smart machen. Dafür brauchen wir eben hier die ganzen Magenta Smart Home Sachen. Und Sprachassistent, damit werde ich, glaube ich, die meisten Sachen machen. Damit können wir sogar unseren neuen Staubsaugerroboter dann steuern. Und ihr werdet sehen, wegen eines Mitarbeiters hier brauchen wir das auf jeden Fall. Aber kommen wir später zu. Nur wenn wir mal Gäste haben, die vielleicht nicht so Sprachsteuerung schon so kennen, ein Wandtaster ist, glaube ich, gut, auch alleine um irgendwie morgens und abends einfach Licht auch mal an und aus easy machen zu können. Weil damit kann man auch darauf programmieren, läuft dann alles. Und den würde ich sagen, wir genau hier. Maschallah. Schaut ihn euch an, der sieht aus wie so ein Ghetto-Blaster. Pass auf. Magenta, mach lauter. Das ist das erste Mal, dass ich einen Staubsaugerroboter habe. Wir dachten, wir sind ganz smart und tun die Station von dem hier hinter, hier in der Ecke, wo man es nicht sieht. Und dann kann er halt hier überall rumfahren. Und der passt perfekt unter unseren Sessel. Bruder, hier Staubsaugen. Ich glaube, er hat uns gesehen. Glaubst du, er sieht das? Oh, ich komm. Der misst jetzt halt so den ganzen Raum aus. Ne? Also wir mussten ihm nichts irgendwie sagen, was wo ist, sondern der fährt überall einmal längs, macht eine Karte jetzt von unserem Raum, der sehr kompliziert ist. Ich weiß nicht, was der alles für Sensoren hat. Ja, guck, super. Jawohl, jetzt funktioniert das. Richtiger Alfie-Ersatz jetzt einfach. Ja.
Wir haben ein neues Haustier. Niemand kann Alfie ersetzen. Ich sag mal so. Er sieht aus wie Alfie. Ja. Ja, fein, Alfie. Ja, fein, Massas. Ja, fein. Na gut, sollen wir mal ein bisschen erkunden hier alles fertig machen? Wir kümmern uns um den Rest. Hallo Magenta, schalte alle Lichter ein. Ich habe das Licht angeschaltet. Und damit herzlich willkommen, Leute, im neuen Office von Team Spielkind. Wir hatten ein großes Ziel, dass wir nämlich zu viert hier alle nicht nur arbeiten, sondern viele weitere Dinge machen können. Aber das zeige ich euch gleich alles. Wir fangen mal hier an, denn das hier ist, ich würde mal sagen, der Arbeitsplatz des heimlichen Chefs. Von Tim, von unserem Head of Production. Der sitzt hier, muss natürlich auch einiges für die Firma machen, Planungen und so weiter. Da steht zum Beispiel ein Auto, um das wir uns gerade kümmern. Aber Tim, nicht nur du sitzt hier, sondern zwei weitere Chefs haben sich hier bereit gemacht. Denn die eigentlich wirklichen Chefs hier, das ist einmal hier der Smart Speaker Mini mit dem Magenta Sprachassistenten. Denn darüber habt ihr gerade schon gesehen, können wir zum Beispiel das Licht steuern. Aber auch viel, viel mehr. Denn das hier oben ist eben die Magenta Smart Home Base. Und das Besondere an der Base ist, dass sie die verschiedensten Smart Home Standards praktisch alle beherrscht. Also egal ob Zigbee oder Homematic, Homematic IP, DCT, wenn ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt habt, dann wisst ihr, es gibt so viele Geräte, die alle unterschiedliche Standards haben, aber damit könnt ihr alle steuern. Ne? Egal ob Lichter, smarte Thermostate, ferngesteuerte Staubsaugerroboter, Steckdosen, alles praktisch. Und das machen wir uns hier natürlich auch zunutze. Aber ich zeige euch erstmal, wie es weitergeht, denn hier ist der Arbeitsplatz von Micha. Schönen guten Tag. Haben wir dich eigentlich mal vorgestellt überhaupt so richtig? Guten Tag, ich bin hier. Ich glaube, ja doch. Haben wir Racing, mal? Beim Racing. Stimmt. Servus, ich bin Micha, auch ein neuer Schwabe mit dem Team und bin Kameramann. Stimmt, da haben wir gesagt, das ist Micha. Der zweite Schwabe. Ja. Ja. Super. Das ist der Micha, der gerade auch ein fleißiges Video hier schön schneidet. Schon damals in unserem alten Büro habe ich angefangen, so versucht die optimale Cutter-Umgebung zu bauen. Damals noch für mich selbst und für Paul, falls ihr euch daran erinnert. Und das ist eben hier so eine spezielle Final Cut-Tastatur, wo alle Shortcuts so drauf sind. So ein großer Curved-Monitor, damit man richtig viel Platz für so eine lange Timeline hat. So sieht das aus, auch bei so einem Video wie jetzt. Nebenbei läuft hier noch ein bisschen After Effects, das ist nämlich so ein bisschen die Spezialität von Micha. Wenn irgendwas After Effects ist, dann macht eigentlich immer er das. Und dann geht's weiter. Schönen guten Tag, Marvin. Moinsen. Moin. Der schneidet gerade tatsächlich den Anfang von diesem Video schon, ne? So sieht das nämlich dann eben im Schnitt aus, was ihr gerade schon gesehen habt. Kommen wir zu meinem Schreibtisch hier in der Ecke. Mir war halt ganz wichtig, weil ich war halt bisher nicht in diesem Raum drin. Ich muss mich immer irgendwo auf den Boden oder so setzen, weil nur die drei Jungs hatten den Schreibtisch. Und das fand ich voll schade. Weil ich hatte zwar da drüben einen Schreibtisch, aber ich meine, das hier ist der Team Spielkind Raum. Das ist das Team Spielkind Office. Wir vier arbeiten halt am engsten zusammen hier in der ganzen Firma für die Videos. Also kein Diss gegen die anderen Mitarbeiter, die arbeiten auch eng. Aber halt wir vier so, ne, sind halt immer zusammen. Wir sind schon die coolsten, ne? Das muss man halt sagen. Dieser Firma, wer es am coolsten ist, ist ja, ja wohl Team Spielkind. Ja, auf jeden Fall. Ich ja, ich meine. Würde ich schon behaupten. Also Caro würde ich da schon rausgehen. Alles klar. Genau die nicht da ist, einfach mal hier direkt den Front mitgeben. Aber ich kann eben jetzt hier auch Business-Sachen machen, ne, für die Firma, was ist alles mit Mails und so weiter in Slack. Und ich gucke eben auch gerne natürlich über die Videos rüber und gebe noch mein Feedback dazu ab. Schneide mal was selbst. Und wenn wir das machen, kann man von diesem Platz aus hier nämlich mit einem Kabel auf den großen Fernseher gehen. Und das ist ganz geil, dass wir hier sozusagen live auch mal zu vierten Schnitt zusammen angucken können und Sachen verbessern können. Das wird so geil. Also wir haben es noch nicht ausprobiert, aber ich stelle es mir vor, wenn wir hier alle einfach sitzen und können das Video angucken zusammen. Das wird so genial. Weil ansonsten, weißt du, war immer ein Bildschirm und alle standen da irgendwie so drüber und haben so gesucht und so. Und jetzt ist das geil, alles hier. Ich kann natürlich auch noch was zu trinken nehmen, direkt aus dem Kühlschrank. Ist nur ein Problem, gerade noch leer, aber haben wir eine Lösung für. Hallo Magenta, fülle den Kühlschrank auf. Bitte nenne einen Wert zwischen 1 und 100%. 100%! Ah, danke schön! Warte mal. Hier, bitte. Danke. Ich träume ja ernsthaft von einer Zukunft, wo das möglich ist. Stell dich mal vor, man hat irgendwie so einen Roboter, der irgendwie die Sachen hin und her bringt. Wäre schon nice. Aber was man halt wirklich alles mit Smart Home machen kann, ist ja alleine hier die Lichtsteuerung, die wir haben, die zum einen super komfortabel ist, ne? Also einfach über Sprachsteuerung oder auf einen Knopfdruck alles im ganzen Haus oder auf dem Handy kann man es machen. Was gleichzeitig auch ein Effizienzgewinn ist, weil du vergisst nie wieder eine Lampe auszumachen. Oder wenn du es tust, dann kannst du es auch aus der Ferne ausmachen. Man kann also auch jede Menge Energie einsparen. Dann weiteres Thema
Sicherheit, ne? Rauchmelder, die auch wenn man nicht zu Hause sind, den Alarm natürlich ans Handy weitergeben übers Internet. Außenkameras für die Sicherheit oder auch Innenkameras, wenn man zum Beispiel Haustiere hat und gucken möchte, ey, läuft da irgendwie alles korrekt oder nehmen die gerade die Bude auseinander. Und selbst die Heizung kannst du eben über Smart Home steuern, dass zum Beispiel, wenn die Fenster aufgehen, Heizung automatisch ausgeht oder du kannst Routinen einstellen, ne? Das geht alles auch in der Magenta Smart Home App, da kannst du Lichter einstellen, ganze Szenen, Regeln, Alarmsysteme, Kameras. Und eine weitere Sache, wenn ich das da drüben schon wieder sehe, Marvin, was hast du hier bitte getan? Da ist Kekse. Ja, genau. Kann das öfter mal passieren, dass ich ein bisschen krümel. Man muss sagen, du übertreibst ein bisschen, aber währenddessen kommt noch mal runter. Aber wir haben jetzt ja unseren Staubsaugerroboter, den wir dann hier einmal auch in der App einmal aktivieren können. Aha. Ja, fein. Wir haben zwar Marvin, aber wir haben auch einen smarten Staubsaugerroboter, Leute. Also das Problem lässt sich auch lösen. Wenn ihr das gesehen habt, wisst ihr auch, warum alle, außer Marvin, hier auch zocken dürfen natürlich dann mal nach der Arbeit. Das ist auch irgendwie so ein wichtiger Punkt, finde ich, dass in diesem Raum hier wir sowohl arbeiten als auch mal entspannen können, ein bisschen chillen können, was zocken können, zusammen Videos gucken und Racing. Jetzt bei Team Spiegel natürlich auch immer ein großes Thema. Und deswegen wollten wir auch unbedingt diese Ecke hier behalten. Ihr wisst ja, früher habe ich in diesem Raum alle meine Gaming-Videos aufgenommen und das mache ich mittlerweile zu Hause. Habe ich so in der Corona-Zeit gemerkt. Mit dem ganzen Homeoffice, ist eigentlich cool, das zu Hause zu machen. Da habe ich auch einen Rennsimulator, deswegen der hier ist jetzt auch, wenn ich noch im Büro bin, ein bisschen zum Trainieren. Aber alle Jungs hier dürfen natürlich auch ein bisschen fahren, weil ich finde es immer cool, so gut wie es irgendwie eben geht, dass alle meine Mitarbeiter auch Teile von dem, was ich eben mache, miterleben können. Sei es eben so eine Mini-Hot-Rod-Tour, dass wir da auch zusammenfahren und was Thema Racing angeht, dass sie auch wissen, was hier denn eigentlich abgeht. Deswegen Rennsimulator auch für uns alle da. Jetzt hatten wir die ganze Zeit nur unser Magenta-Licht hier an, aber man kann natürlich auch so eine schöne Lichtstimmung hier machen. Oder sowas können wir machen. Oder wenn alle arbeiten sollen, zack, Licht an. Ich bin eher für Dunkelmodus. Wir machen den Dunkelmodus, Leute. Ist ja auch schon ein bisschen später. Aber wir sind, glaube ich, sehr zufrieden hier mit dem neuen Office. Aber damit vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Das ist unser neues Team Spielkind Office. Von hier aus wollen wir noch viele, viele geile Videos für euch produzieren. Na, Dankeschön. Vorbereitet. Danke nochmal an die Telekom für die Unterstützung, dass wir hier alles auch Smart Home technisch ausbauen konnten. Klickt einfach auf den ersten Link in der Beschreibung, da findet ihr alles, was die Telekom eben so Smart Home technisch zu bieten hat. Gesteuert zum Beispiel über so eine Magenta Smart Home Base, aber ihr könnt es auch über die neueren Speedport Router machen. Es gibt die verschiedensten Produkte von Leuchtmitteln über Rauchmelder, Türkontakte, Kameras, Sprachassistenten, smarte Thermostate, Wandtaster und vieles, vieles mehr. Also checkt den Link aus. So wie Tim. Guckt euch an. Wow. Das ist schon leer. Das haben wir nämlich alles hier schon aufgebaut. Aber wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut und ciao, ciao.